Oh ja, Leute, 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 es gibt neue Ordnungsrufe und Ermahnungen aus dem Bundestag. Da sehen wir uns, da sehen wir uns. Die Videos sind immer extrem gut bei euch angekommen. Und ich könnte jetzt schon wieder kotzen, weil es mit Beatrix von Storch losgeht, Chat. Es geht mit Beatrix von Storch los. Wisst ihr, was das Schlimmste ist? Eine Sache, die wir uns alle vor Augen halten müssen. Verfickter Alexander Gauland wird vor uns allen geimpft. Ich bin raus. Diese linksextreme Gewalt unterscheidet sich in rein gar nichts von rechtsextremer Gewalt. Linke sind Heuchler und Sie alle hier gehören dazu. Der Andersdenkende ist für die Linken ein Feind, der mit allen Mitteln bekämpft werden muss. Und Andersdenkender ist jeder, der gegen Enteignung, gegen Masseneinwanderung, also, liebe gegen Frau die von Auflösung Storch, des Nationalstaates ist. Das geht nicht, dass Sie hier die Kollegen so generell als Heuchler bezeichnen. Digga, also schon. Also. Bitte entschuldigen Sie sich dafür. Für den Rechtsstaat. Nehmen Sie das bitte zurück. Was? Big thumbs down. Soll ich zurücknehmen? Not like this, not like this, Chat, not like this. Hier die Kollegen als Heuchler zu bezeichnen. Das ist die ganze Rede. Nein, das nehme ich nicht zurück. Dann erteile ich Ihnen einen Ordnungsruf. Das können Sie gerne tun. Als der Bundestagspräsident gestern. Digga, das ist einfach wie wenn man vorne steht und man hat so eine Präsentation zu machen und es wird immer einer hinten, einer deiner Kollegen labert die ganze Zeit. Als der. Einfach ignorieren. Dieser Bundestag ist auch einfach nur ein großes Klassenzimmer. Es ist wirklich ein großes Klassenzimmer. Es ist einfach nur ein großes Klassenzimmer. Herr Kollege Brandenberg, wenn Sie gerne die Sitzung übernehmen wollen, dann räume ich den Stuhl eigentlich nicht für Sie. Das entscheidet das Sitzungsleiter immer noch selbst. Der Begriff Heuchelei in der Debatte, Sie können sich wieder hinsetzen, weil ich bin hier, der Begriff Heuchelei in der Debatte ist nicht ordnungsrufwürdig aus meiner Situation heraus. Digga, der Bro throat einfach Gang Signs. Der throat einfach Gang Signs im Bundestag. Auf Ihre Provokation gehe ich nicht mehr ein. Ich habe Ihnen das schon mal gesagt. Das ist Ihr Geschäftsmodell, Provokation, darauf gehe ich nicht ein. Herr Kollege, Sie haben das Wort. Deutschland. Herr Kollege Baumann, der Zwischenruf, die Hetzer, wird mit einer Ordnung. Ich rufe Sie zur Ordnung. Moment. Ich glaube, bei drei Ordnungsrufen ist man raus, oder? Bei drei Ordnungsrufen ist man raus, oder? Ist das so? So, die Ordnungsrufe des Präsidenten werden nicht kommentiert. Ja, ne? Dafür rufe ich Sie zur Ordnung, Herr Kollege Pall. Nochmal. Das ist ja einfach Kindergarten. Unglaublich. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, damit vollständige Klarheit ist, da der Kollege Pasemann den von mir an dem Kollegen Baumann erteilten Ordnungsruf mit dem Zuruf wie in der DDR verglichen hat, habe ich ihn zur Ordnung gerufen. Und jetzt erteile ich das Wort dem Bundesminister. Scheiße, Alter. Chat, Mann, das ist wirklich eine riesige, Digga. Vors Klassenzimmer und einfach Klinke runterhalten. Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Digga, Peter Altmaier, so thick, der Boy. Peter Altmaier, damn, der ist so thick, Digga. Peter Altmaier hat einfach Kurven, holy shit. Herr Kollege, ich hatte ja auch darauf hingewiesen, dass Ordnungsmaßnahmen des Präsidenten nicht kommentiert werden. Das war Herr Müller und nicht Herr Glaser. Herr Präsident. Die da oben sitzen, die sich das jeden Tag reinziehen. Dann nehme ich den Ordnungsruf für den Kollegen Pasemann zurück. Was bist du für eine Politik? Ganz genau, gute Frage, halt dein Maul. Und erteile dem Was Kollegen bist du für eine Politik, Junge? Kollegen Müller, AfD, einen Ordnungsruf. Es geht verdächtig viel Richtung AfD. Ich würde den Kollegen aus der CDU-Fraktion bitten, die Maske aufzusetzen, der jetzt gerade mit seinem Handy auf dem. Noch ist das ein freundlicher Hinweis. Das wird demnächst mit einem Ordnungsruf versehen. Herr Kollege Wittiger, ich habe die Zeit angehalten, Sie haben weiter das Wort. Entschuldigung. Hä? Warum muss er die Maske anziehen? Die anderen aber nicht. Wegen dem Abstand, weil die nebeneinander sitzen. Okay, I see. Ja, macht Sinn. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Ich hatte mir vorbehalten, nach Prüfung des Vorabprotokolls
Ordnungsmaßnahmen zu ergreifen zu einem Zwischenruf. Inzwischen liegt mir dieses Protokoll vor. Es geht um einen Zwischenruf der Kollegin Jacqueline Nastic zur Rede oder während der Rede des Abgeordneten Braun. Und ich erteile einen Ordnungsruf dafür, dass sie den Abgeordneten Braun als Autotune. Hasspredigt. David Bowie, Chat, beruhigt euch. Hat. Wofür muss ich zurückkommen auf einen Vorfall von gestern anlässlich der Debatte über Fachkräfteeinwanderung zu Top 10. Der Kollege Prof. Dr. Matthias Zimmer hat mit einem Schreiben an den Präsidenten des Deutschen Bundestages, okay, AfD-Fraktion, für diesen langweiliger Clip. Vielen Dank. Ich finde es nicht zum Lachen, das will ich Ihnen echt sagen. Wir haben hier ich bin krank am Lachen. Eine Verantwortung füreinander. Ja. Und wir haben hier eine Verabredung und wir haben eine Hausordnung, ja, und daran sollten sich, ja, alle halten. Ja. Und wenn ich darauf hinweise, dass Sie das zu tun haben, dann tun Sie das bitte. Sonst gibt es einen Ordnungsruf. So ein Ding nämlich. Claudi. Danke. Mutti 2. Digga, was ist denn da los, Alter? Darauf erstmal ein Ordnungsruf. Ein ganzes Spannenden aber. Darf ich vielleicht um etwas Ruhe bitten? Ich nehme an, dass der Kollege Bistron das Digga, Tragen die Krakeelen da rum, Alter. Gerade vergessen hat, ansonsten. Glaubt ihr, die gehen sogar hin und basteln manchmal so Papierflieger? Also wenn Sie mir jetzt sagen, Herr Kollege Hampel, dass das Absicht war, dann müsste ich einen Ordnungsruf erteilen. Ja, aber ich trotzdem, nicht bei aller, bei allem Respekt, eine Inhaltskontrolle von Reden durch das Präsidium findet nicht statt. Das muss uns nicht gefallen, aber es ist leider so, oder Gott sei Dank. Frau Kollegin, kann ich Sie ganz kurz unterbrechen? Ja. Herr Kollege Gauland, ich würde Ihnen empfehlen, wenn Sie im Plenarsaal betreten, die Maske aufsetzen. Ich nehme an, Sie waren geistig momentan woanders. Auf Alzheimer angelehnt, Digga. Auf Alzheimer angelehnt, der Front. Eieieiei. Herr Kollege Gauland, können Sie vielleicht ganz kurz mal nachdenken? Ich meine, Sie sind schon was älter, ne? Insofern ermahne ich Sie jetzt nur. Ah, scheiß drauf, komm. Und es gibt keinen Ordnungsruf. Digga, so hilft das, Digga. Halt dir einfach den Mund zu. Halt dir einfach den Mund zu. Der hält sich einfach den Mund zu und denkt, das hilft. Das ist so unfair, weil der ist da wahrscheinlich schon seit 3 Jahren geimpft, so alt wie der ist. No Front, no Age Shaming, no Gender Shaming. Was kann ich noch sagen? Ihr wisst schon, was ich meine. Frau Kollegin, Sie haben weiter das Wort. Danke. Herr Schmidt, erlauben Sie mir eine kurze Zwischenmerkung. Herr Kollege Kauder, auch Ihnen erteile ich einen Ordnungsruf. So. Das Zeigen der Maske alleine führt nicht weiter. Ja, Sie können sagen, mein Gott, entweder wir haben eine Verfügung, wir halten uns dran, aber wir haben keine. Das gilt auch für die CDU-CSU-Fraktion, wenn ich das mal sagen darf. So ein Ding nämlich. Herr Kollege Schmidt, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Nick. Bevor ich dem nächsten Redner das Wort erteile, erteile ich dem Kollegen Dr. Roy Kühne aus der CDU-CSU-Fraktion einen Ordnungsruf. Er hat den Plenarsaal ohne Maske verlassen, den Plenarsaal ohne Maske wieder betreten. Das ist doch nicht so schwer. Guck mal. Wenn sich ja wirklich Kinder daran halten, wieso kriegen das unsere Top-Politiker nicht hin? Wisst ihr, was ich meine? So. Das check ich halt nicht, Alter. Ja, wir haben vielfältig darauf hingewiesen, dass wir am Anfang mit Mahnungen auskommen, aber es muss dann offensichtlich auch härtere Maßnahmen geben. Ich weise auch ausdrücklich darauf hin, dass im Wiederholungsfall weitere Maßnahmen folgen können. Könnten Sie bitte sofort Ihre Maske aufsetzen, sonst gibt es einen Ordnungsruf. Das ist doch nicht so schwer, Digga. Das ist doch nicht so schwer, seine Maske anzulassen. Holy shit. Ja, Sie haben es vorher auch schon mal vergessen. Doch, widersprechen Sie mir nicht. Shit, Mann. Nicht lügen. Ich habe Sie gesehen, aber bitte, bitte nächstes Mal, okay? Alles klar. So, Herr Schasser, bitte. Mutti spricht, der Saal ist gefüllt. Die Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen müssen, sind geeignet, erforderlich und verhältnismäßig.
Es Hi, langweilig. Es gibt insbesondere. Haltet mal die Klappe und hört zu. Haltet mal die Klappe und hört zu. Weil die alle am Rumkrakeln sind, Digga. Das ist doch wie in einem Film. Das ist doch nicht, das ist da. Das. Also, haltet doch einfach das Maul. Digga, ihr seid Politiker. Digga, das ist doch. Ey, mich würde nicht wundern, wenn gleich irgendwer einen Stuhl rumwirft, weil er sauer ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Bundeskanzlerin, bitte ein Momentum. Wir sind in einer, unser Land ist, wie immer man unterschiedlicher Meinung ist, zu der, welche Maßnahmen die richtigen und welche falschen sind. Wir sind in unser Land, wie die ganze Welt und insbesondere Europa, in einer außergewöhnlich schwierigen Lage. Aber es ist halt schon, ohne jetzt hier jetzt irgendwas vorgeben zu wollen, so, dass ja einzelne Parteien da doch eher auffällig tendenziell sind als andere, ne? Die Bundeskanzlerin erläutert in einer Regierungserklärung die Maßnahmen, die die Bundesregierung mit den Landesregierungen, so ist das in unserer Grundgesetzordnung, besprochen. Moment, wenn Sie den Präsidenten unterbrechen, kriegen Sie gleich Ordnungsrufe. Das ist gefährlich. Im Anschluss an die Regierungserklärung. In anderen Parlamenten gibt es Klassenkeile, wenn es Beef gibt. Da sind wir doch gut gesetzt. True. War es nicht in Ungarn so, dass sie sich da wirklich geboxt haben und sowas und immer wieder auch Fäuste und im griechischen Parlament, dass da auch Fäuste geflogen sind und sowas? In der Ukraine, nicht in Ungarn. In der Ukraine war es so, ja. Das ist eine Aussprache. Und in England unter anderem auch tatsächlich, ja. Kann alle Meinungen geäußert werden. Aber ich glaube, niemand in unserem Lande hätte ein Verständnis, wenn wir nicht die Regierungserklärung der Bundeskanzlerin in dieser schwierigen Lage zu diesen schwierigen Maßnahmen mit der gebotenen Disziplin uns anhören würden. Und darum True, plus eins. Darum bitte ich dringend. Und der sieht nichts anderes vor, als den Sozialismus weltweit mittels... Gibt es im Bundestag eine Anzugspflicht? Weil er ist jetzt schon sehr, sehr casual am Start. Gibt es im Bundestag eine Pflicht für... Gibt es eine Kleiderordnung? Nein? Das ist geil, das ist gut. Warum ziehen denn alle noch einen Anzug an? Er hat ein Querdenker-Shirt an, Digga. Ich nehme alles zurück, der Typ ist komplett verklatscht. Er hat ein Querdenker-Shirt an. Er zieht das jetzt nicht aus, oder? Zu errichtenden Ökodiktatur wieder einzuführen. Das sind Herr Hilse, Hilfe der Kanzlerin. Herr Hilse, dürfte ich Sie bitten, dass Sie den Jackettknopf zuknüpfen. Sie wissen ganz genau, warum. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir bei T-Shirts oder anderen Kleidungsstücken keine Parolen in die Kamera halten. Digga, ist das... Ich bin fassungslos, Junge. Ich bin fassungslos wie eine gebrochene Glühbirne. Ich versteh's nicht, Alter. Wie kann denn so jemand wirklich repräsentativ für uns Bürger im Bundestag auftreten? Sei auch seine politische Einstellung noch so fraglich in diesem Kontext. Aber, ey. Das gilt auch für Sie. Ich bitte um Entschuldigung. Ja, das wissen Sie ganz genau. Und deswegen bitte zumachen die Jacke. Habe ich gerade getan. Digga, hilft ja gut. Hilft ja gut. Junge. Herr Kollege Bürger, Sie waren wahrscheinlich von Ihren Worten... Ist das ein Butler? Hat der einen Frack an? Bürger. Der Bundestag hat einen Butler, der immer das Pult sauber macht. Alright. Sie waren wahrscheinlich von Ihren Worten so ergriffen, dass Sie vergessen haben, die Maske aufzusetzen. Ja. Das fassen Sie bitte als Ermahnung auf und nicht als Ordnungsruf.
Ich darf das nicht weiter kommentieren, Frau Hasselmann. Mir fiel da gerade noch was anderes ein. Mir ist soeben vom Sitzungsdienst mitgeteilt worden, dass der Kollege Magnitz den Saal ohne Maske verlassen hat und vor dem Plenarsaal. Der hat einen Attest vorgelegt, wird erstmal geprüft. Wir prüfen jetzt, ob er ein gültiges Attest hat. Nein, Digga, nein. Jetzt kommen Politiker auch so wie jeder Deutsch-Ingo im Supermarkt. So, ja, ich habe aber einen Attest, habe ich. Ich kann durch die Maske, die zum Atmen da ist, nicht atmen. Ich habe ein Attest. Habe ich. Also ich glaube, es gibt wirklich ganz, ganz wenig Krankheitsbilder, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, die tatsächlich, also berechtigterweise ein Attest rechtfertigen. Also das ist, das ist anders fraglich, sage ich mal, ganz vorsichtig. Ich habe Asthma und ich bin schwer pollenallergisch. Und wenn ich kein Pollenallergiemittel nehme und gerade Baumpollen fliegen, ja, dann kriege ich schlecht Luft. Und selbst dann kann ich einen Attest tragen. Das ist auch immer schwierig, sich tatsächlich auf andere Leute zu beziehen. Aber ich gehe jetzt in dem Fall vielleicht davon mal aus, Birkenpollen, ganz genau. Ich gehe in dem Fall davon mal aus, dass dieser Politiker wahrscheinlich kein Krankheitsbild hat, sondern das einfach nur wieder als Protestattest sieht. Wisst ihr, was ich meine? Jemand, der krank ist und der das braucht, no questions. No questions. Absolut gerechtfertigt. Aber wenn da irgendjemand wieder so ein Ingo ankommt und sagt, ja, ich brauche eine Hose, einen Attest brauche ich jetzt, weiß ich nicht, Digga. Das ist actually nicht so geil. Sollte er kein gültiges Attest haben, bekommt er nicht nur einen Ordnungsruf, sondern die Androhung eines Ordnungsgeldes. Und ich sage noch einmal, nehmen Sie das bitte ernst. Wir werden die Maskenpflicht durchsetzen, notfalls auch durch Sitzungsausschluss. Wenn es richtig. Es Mitglieder des Hauses gibt, die ihre Maske vergessen haben sollten, wir sind in der Lage, auszuhelfen, sowohl hier vorne als auch durch die Bediensteten des Deutschen Bundestages vor dem jeweiligen Plenarsaal. Mir ist soeben vom Sitzungsdienst mitgeteilt worden, dass der Kollege Magnitz. Wieso hat Alexander Gauland, ja gut, ja klar, Fraktionsvorsitzender, never mind, okay, Fraktionsvorsitzende sitzen ja immer vorne. Vom Sitzungsdienst mitgeteilt worden, dass der. Ja, ist ja so, ja, da sitzt Merz daneben, ja, ja klar. Ist mitgeteilt worden, dass der Kollege Magnitz den Saal. Ist ja so, oder? Der Fraktionsvorsitzende sitzt immer vorne, Parteivorsitz. Ohne Maske verlassen hat und vor dem Plenarsaal. Der hat einen Test vorgelegt, wird erstmal geprüft. Wir prüfen jetzt notfalls auch durch Sitzungsausschluss. Wenn es Mitglieder des Hauses gibt, die ihre Maske vergessen haben sollten, wir sind in der Lage. Ich wollte mich gerade fragen, warum Gauland einen Platz vorne bekommen hat. Bediensteten des Deutschen Bundestages vor dem jeweiligen Plenarsaal. Entschuldigung, Herr Kollege, bevor Sie mit Ihrer Rede beginnen, Frau Kollegin. Alle haben so geile Stühle und die müssen auf so Hocker setzen, die Protokollschreiber. Schade. Kollegin Bindner, Ihr Zwischenruf als Nichtmutter sind Sie nicht berechtigt, hier zu sprechen, ist ein Ordnungsruf wert, weil es eine Unverschämtheit ist. Jeder Abgeordnete des Deutschen Bundestags so hat jedes Ding. Recht, zu jedem Thema so, hier zu sprechen. So nämlich. Eine kurze Unterbrechung. Der Kollege Rix bekommt von mir einen Ordnungsruf wegen Nichttragen der Maske. Digga, also wie oft es hier Ordnungsrufe und auch teils Ordnungsgelder gegeben hat, Alter. Für sowas. Holy shit. Sie können jetzt, Entschuldigung bitte, Sie können jetzt weiterreden. Danke. Wir wissen, dass Mitglieder der Bundesregierung im Prinzip es fast nicht mehr aushalten können, in ihrer Nähe zu sitzen, wegen der provokanten Äußerungen, die wiederum aus ihren Reihen kommen, aber die nicht im Protokoll aufscheinen, weil sie nicht so laut gerufen werden. Das ist wirklich so, wenn man die ganze Zeit neben dem Klassenclown sitzt. Wisst ihr, was ich meine? Wenn man neben dem Klassenclown sitzt die ganze Zeit, das ist dann, ja, das ist dann auch was anderes. Wir wissen dies alles und wir müssen damit umgehen. Das ist leider nicht zu ändern. Romeo, sehr wir danke wissen, schön. Dass in ihren Reihen Nazis sind und wir wissen, dass in ihren Reihen Menschen sind, die so tun, als seien sie Nazis, um der Provokation willen.
Was soll das denn? Dieses Video geht noch voll lang. Warum ist die Endcard so lange? Kann man nicht wegmachen? Wir wissen. Ich rufe Sie an. Herr Kollege. Der Provokation wählen. Wir wissen. Alter. Ziehen Sie sich den Schuh an oder nicht? Herr Kollege Hampel. Also, oh. Junge, an der Stelle ist eventuell deine Parteizugehörigkeit, deine politischen Äußerungen und auch eventuell das, was du in deinem Wahlprogramm mit deiner Partei erarbeitet hast, Grundlage für diese Äußerungen, mein Freund. Also, jetzt mach mal hier bitte Halblangdecker, was ist das denn? Herr Kollege Hampel, ich rufe Sie zur Ordnung. Ich rufe Sie erneut, dass Sie auf die Folgen eines dritten Ordnungsrufs aufmerksam. Digga, wirklich, also, fassungslos. Frau Kollegin Hendricks. Wie ein Kind, das ist doch Wahnsinn, oder? Das ist doch wirklich Wahnsinn. Und so jemand wird gewählt, also... Die Kolleginnen und Kollegen vielleicht doch noch mal darauf hinweisen, selbst ein Handy am Ohr befreit nicht vom Tragen der Maske. Ist mir schon wieder aufgefallen. Ach so. Ach, ich dachte, wenn ich hier das halte, das schützt vor den Viren. Aufgefallen, dass zwei Kolleginnen und Kollegen den Saal mit einem Handy am Ohr verlassen haben, ohne die Maske zu tragen. Ich werde durchgreifen, in allem Ernst. Ja, zu Recht, Alter, weg mit denen. Junge. Am Platz können Sie machen, was Sie wollen, Frau von Storch. Nein, sag zu einer Beatrix von Storch nicht, Sie können machen, was Sie wollen. Man weiß nicht, was die dann... Vielleicht macht die ein Lagerfeuer. Maybe. Ich glaube, ich bin immer noch von Beatrix von Storch auf Twitter blockiert. Ich hab irgendwann mal so auf... auf Joke-Basis habe ich so geschrieben, ob Trixie ein Date will. Ich hab direkt einen Block kassiert, Alter. Essen und trinken eigentlich im Plenarsaal auch nicht, aber... Was mit Shisha-Böfen? Darf ich hier Shisha-Böfen im Plenarsaal? Das ist wahrscheinlich... Digga, Trixie erstmal mir doppelt und dreifach den hier gegeben. Ich gar nicht ordnungsruffähig, aber jedenfalls beim Tragen der Masken meinen wir das wirklich ernst. Ja, wir sollten eine bessere, eine humanere Migrations- und Flüchtlingspolitik machen. Absolut richtig. An der Stelle möchte ich nur noch mal herausarbeiten... Das ist ein stabiles Trimax-Cosplay, was sie mit den Schultern hier anhat. Das kann man nicht anders sagen. No front. Aber das ist ein gutes Trimax-Cosplay. Aber davon verstehen Sie ja nichts. Frauen, können Sie einfach mal eine Minute ruhig sein? Das wäre schon eine ziemliche Errungenschaft. Weil jetzt ist eine... Können Sie mal für eine Minute ruhig sein? Rednerin dran. Es ist eine Rednerin. Ich sag nichts zu Zwischenrufen, aber Sie... Nein, Moment. Sie haben permanent die ganze Debatte über. Jetzt ist Frau Daniela de Ridder dran und ich werde mir auch nachher nochmal die... Es ist halt, wie gesagt, ziemlich... Ja, es ist auffällig, in welche Fraktion, in welche parteiliche und politische Ausrichtung die meisten Ordnungsrufe gegeben werden. Wenn das die Alternative für Deutschland darstellt, wenn das eine Alternative sein soll, wir krakeelen rum. Also, dann weiß ich nicht. Emotionalen Zwischenrufe nochmal genauer im Protokoll anschauen. Ja, das werde ich tun. Niemand sitzt neben der AfD, ja, weiter rechts geht's doch, glaube ich, nicht. Da ist ja kein Platz mehr, wie man sieht. Das werde ich tun. Frau de Ridder, bitte. Vielen Dank, Frau Präsidentin, das war notwendig. Komm, wir schauen uns noch eins vom Bundestag an.